Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute begeben wir uns wieder auf eine Beauty-Zeitreise. Ich habe wieder nachgeschaut, was ich denn so in den letzten Jahren im Monat August so an Beauty-Sachen geshoppt habe und was damit passiert ist. Ob ich die vielleicht noch gar nicht benutzt habe, was durchaus vorkommen kann. Ob ich einen Favoriten dabei habe, ob ich Sachen aussortiert habe, aufgebraucht habe. Das werde ich mit euch jetzt einmal durchgehen. Ich zeige euch Bilder, ich zeige euch Videoausschnitte, die ich gefunden habe. Und ja, dann begeben wir uns mal auf eine Reise durch die Zeit. Bevor ich jetzt mit euch in die Vergangenheit reise, möchte ich euch aber noch ein aktuelles Angebot unterbreiten. Und zwar habe ich von Yepo da wieder einen aktuellen Rabattcode bekommen. Und zwar könnt ihr mit dem Code NINA20 aktuell 20% auf das gesamte Sortiment sparen. Und wenn ihr einen Mindestbestellwert von 69 Euro erreichen solltet, dann bekommt ihr als Gratiszugabe noch den The Mist Have mit dazu. Das ist ein erfrischendes Gesichtsspray. Und ich möchte euch einmal das aktuellste Produkt von Yepo da zeigen, denn das finde ich sehr, sehr cool. Habe ich heute Morgen auch erst noch benutzt. Und zwar sind das Augenpads. Und zwar eine ganze Dose voll Augenpads. Die nennen sich The Depuff Espresso. Und ich zeige euch mal, wie die aussehen. Sie sind grün, schwimmen eben auch in einer grünen Flüssigkeit und dann könnt ihr euch die eben aus diesem Glastiegel hier rausnehmen. Immer zwei Stück natürlich. Und ja, warum Espresso? Sie enthalten unter anderem Koffein als Inhaltsstoff sowie grünen Tee. Und ja, ich finde die richtig, richtig angenehm auf der Haut. Sie halten erstmal gut, also sie haften gut unter den Augen. Ich finde, sie haben eine super kühlende Wirkung. Natürlich kann man das Ganze auch im Kühlschrank aufbewahren, um nochmal so einen extra frische Kühlkick zu bekommen. Aber ich finde, auch bei Zimmertemperatur aufbewahrt, sind die sehr gut kühlend. Also auf jeden Fall ist mir das positiv aufgefallen. Und ich merke auf jeden Fall, im Gegensatz zu anderen solcher Augenpads, dass die wirklich eine stärker kühlende Wirkung haben als andere, die ich kenne. Durch diese kühlende und feuchtigkeitsspendende Wirkung sollen eben Schwellungen unter den Augen minimiert werden. Und wir haben hier als Inhaltsstoff auch noch Süßholzextrakt drin. Das ist ein Stoff, der gegen Hyperpigmentierung wirken soll. Also wenn ihr zum Beispiel etwas dunkel verfärbte Augenringe habt, dann soll auch das dagegen wirken und helfen. Und ja, ihr könnt die sowohl morgens als auch abends benutzen, wann ihr wollt. Und habt hier eben eine ganze Menge Augenpads drin, was natürlich auch Verpackungsmüll reduziert. Und ich finde das eine coole Sache. Ich finde die sehr schön und angenehm. Und ja, vielleicht habt ihr Interesse dran, aber wie gesagt, der Code gilt aufs gesamte Yepoda-Sortiment. So, nun schnappe ich mir hier mal meinen schlauen Zettel. Wir gehen erstmal ein Jahr zurück in 2022. Was habe ich mir im August gehault? Also was habe ich an Beauty-Sachen eingekauft? Ein paar Sachen habe ich davon auch mitgebracht, die ich euch dann nochmal im Bewegtbild zeigen kann. Andere Sachen blende ich einfach ein. Wir haben da so ein paar Pflegeprodukte, da gehe ich jetzt nicht so wirklich drauf ein. CD, Deo, Nivea, Micellentücher, sowas habe ich alles mittlerweile aufgebraucht. Da ist jetzt auch nichts bei gewesen, was ich jetzt irgendwie mega krass empfehlen kann und unbedingt euch davon berichten möchte. Ich komme lieber zu den dekorativen Sachen. Da habe ich einmal ein Produkt hier aktuell in meiner Schminkbox, was ich aber gar nicht weiter empfehlen kann. Ich glaube, das gibt es auch nur noch online, beziehungsweise es wurde, glaube ich, Anfang des Jahres aus dem Sortiment rausgenommen von Catrice, der 72-Hour Natural Brow Precise Liner. Nee, ich habe mir den im Sale gekauft. Also der wurde genau vor einem Jahr theoretisch aus den Drogerietheken von Catrice rausgenommen. Ich habe mir den gekauft, weil Alina alias Frühlingsrolina hier auf YouTube den total empfohlen hat und Alina, ich kann das irgendwie nicht so wirklich nachvollziehen. Also ich finde, der macht überhaupt nichts für die Augenbrauen. Das ist wie so ein Eyeliner, also so eine getönte Flüssigkeit. Und ihr seht, gibt auch Farbe ab, ist aber super schnell leer. Also man muss sehr häufig wieder nachdippen, um neue Flüssigkeit rauszubekommen. Und wenn ich das, ja guck mal, wenn ich das nämlich auf meinen Augenbrauen so einarbeite, dann habe ich nur noch einen Hauch Farbe übrig und irgendwie, ja, sehe ich da nicht so wirklich den Mehrwert. Also, ich weiß nicht, ist kein Produkt für mich.
Was mich auch noch nicht so 100% überzeugen konnte, ist von Reva Loves Me, dieser Hollywood Glow Luminizer fürs Gesicht und auch für den Körper. Das ist ein ganz, ganz krass schimmerndes Gel sozusagen. Also ich glaube, diese Schimmerpartikel, die sind zwar super fein, aber die sind schon echt stark und viel vorhanden. Man kann das Ganze als Make-up-Base nehmen, also auftragen, Make-up drüber geben. Das habe ich versucht. Man kann es auch als Highlighter übers Make-up auftragen. Es ist schon wirklich sehr, sehr schimmernd. Vielleicht einfach einen Ticken zu schimmernd. Also man hat erst gedacht, und ich habe es auch gedacht, ob es vielleicht ein Dupe ist zum Charlotte Tilbury. Ich vergesse immer den Namen, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ich glaube, das hier ist viel, viel zu stark schimmernd, als ein Dupe sein zu können. Also das nochmal so 50% weniger Schimmeranteil habend, wäre, glaube ich, cooler. Also ich muss damit noch ein bisschen warm werden. Also ich habe den erst einmal in der Schminkbox gehabt, ein paar Tage ausprobiert, fand es jetzt nicht schlecht, aber eben auch nicht gut. Was gab's noch? Ich habe mir auch im Sale, im Ausverkauf von Rival de Loop aus der Aqua Lagoon LE die Lidschattenpalette geholt für den vollen Preis. Wollte ich sie nicht haben, aber für den reduzierten Preis habe ich mir gedacht, ich nehme sie mit. Hat hier eben so Glitterflitter, Wasser, so ein Wasserspiel im Deckel. Ja, braucht man jetzt vielleicht auch nicht. Aber ich fand die Farben irgendwie mal ganz interessant, aber benutzt habe ich die noch nicht. Was ich benutzt habe und richtig toll fand und finde, ist von Essence der Cute as Shell Blushlighter. Das war damals die Limited Edition und erstmal von der Optik her ein wunderschönes Produkt. Und ja, ich finde auch die Farbe schön, den Effekt auf den Wangen schön. Also das war wirklich ein absolutes LE-Highlight-Produkt letztes Jahr für mich. Dann habe ich mir noch geholt von Trended Up aus der Malibu Vibes LE diesen Multicolor Bronzer. Ich sehe, dass ich den zumindest geswatcht habe. Ich kann mich aber nicht erinnern, den schon mal in der Schminkbox gehabt zu haben. Deswegen kann ich dazu jetzt nichts weiter sagen. Und es gab auch eine sehr hübsche Rival de Loop, also noch eine Rival de Loop LE. Die nannte sich Sunset Lover und daraus habe ich mir einmal den Highlighter und Bronzer gekauft, sowie den oder das Blush, was ich aber bei meinen Highlightern einsortiert habe, weil es für einen Blush, finde ich, zu hell und zu leuchtend war. Ja, habe ich mich aber auch noch nicht ausgiebig genug mit beschäftigt. Gehen wir ins Jahr 2021. Ich habe da eine Bestellung bei Makeup Revolution getätigt. Unter anderem, ich glaube, das war so Hauptauslöser, weswegen ich da bestellt habe, diese I Heart Revolution LE mit den Flintstones bzw. den Cornflakes mit den Flintstones drauf. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich mir diese Palette hier geholt mit Fred und Barney drauf, Cocoa Pebbles. Von den Farben her relativ neutral, so ein paar Farbtupfer sind mit drin. Ich finde die Palette leider qualitativ überhaupt nicht überzeugend. Sie ist für mich irgendwie zu fest gepresst. Sie gibt nicht viel Farbe ab, mag ich eigentlich nicht so gerne, aber ich kann sie aufgrund des Designs nicht aussortieren. Was auch noch mit durfte, war einmal die Hydra Turtle Palette und auch die Hydra Dolphin Palette. Die fand ich auch sehr schön, einmal vom Packaging, das hat mir ganz gut gefallen. Und die Turtle Palette finde ich auch farblich ganz toll. Die habe ich auch schon in meiner Schminkbox gehabt, habe ich ausgiebig getestet. Ist, was die Pigmentierung betrifft, durchschnittlich, also jetzt nicht so besonders gut pigmentiert. Gerade die matten Farben machen jetzt nicht so viel Effekt auf die Augen. Aber trotzdem finde ich das Farbspiel ganz schön und ja, rundum ist es eine Palette, die ich auch in meiner Sammlung behalten habe. Die Dolphin Palette ist ein bisschen wärmer, hat sehr viele Rot- und Goldtöne. Finde ich farblich nicht ganz so toll wie die Turtle Palette, aber so von der Qualität her eigentlich noch einen Ticken besser. Dann habe ich auch noch eine dritte Revolution Forever Flawless Palette geshoppt. Die war im Angebot zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich echt gedacht, so eine Regenbogenpalette, will ich die jetzt wirklich haben? Aber ich bin sehr froh, dass ich sie mir gekauft habe. Sie ist nämlich zu meinen Favoriten letztes Jahr
mutiert. Und zwar ist diese Palette wirklich besonders. Sie besteht hauptsächlich aus matten Farbtönen und hat drei so fast cremige Schimmertöne, die einen ganz besonderen Topper-Effekt auf die Augen machen. Diese zwei Pressed Glitter dagegen finde ich ganz schrecklich, die mag ich gar nicht. Aber ich finde die Palette wirklich toll, richtig schön, wenn man was Farbiges schminken möchte, was wirklich so ein bisschen knallig Farbiges und dann eben mit diesen Toppern noch kombiniert, sind wirklich sehr schöne Looks auch damit entstanden. Dann habe ich von Morphe die Desert Bouquet Palette geshoppt. Die habe ich auch in meiner Schminkbox gehabt. Ich glaube, im letzten Jahr habe ich auch ein Review-Video dazu gemacht, beziehungsweise habe sie in einem Review-Video gezeigt. Die mag ich auch relativ gerne, finde ich von den Farbtönen her ganz schön. Von SheGlam habe ich mir ja sozusagen die City-Paletten gekauft. SheGlam ist die Shein Beauty Marke und die erste Palette davon, nämlich die Kyoto Palette, habe ich vor kurzem auch getestet. Dazu folgt noch ein Video zu meinen Paletten mit K. Die anderen Paletten habe ich daraus noch nicht benutzt. Dann eine Palette, die ich jetzt in den kommenden Tagen auf jeden Fall benutzen werde. Sie liegt hier schon auf meinem To-Do-Stapel sozusagen bereit, ist die Luna Beauty Life's a Drag Facelift Palette. Und ja, die habe ich mal von Purish zugeschickt bekommen. Finde ich super, super schön, weil sie eine bunte Seite hat, aber auch eine neutrale Seite. Also man kann entweder kombinieren oder nur bunt oder nur neutral schminken. Und da bin ich sehr gespannt, weil das auch meine erste Palette von Luna Beauty ist. Also die kommt ganz bald auf meine Augen. Von Morphe habe ich noch eine zweite Palette geshoppt. Die habe ich hier einmal mitgebracht, die habe ich aber noch nicht benutzt. Das ist die Sweet on Hue Palette. Die finde ich farblich wunderschön. Also da freue ich mich sehr drauf, wenn die bald mal dran ist, wobei der Buchstabe S, also ich benutze ja meine Paletten aktuell nach dem Alphabet und es wird noch sehr lange dauern, bis das S dran ist, aber irgendwann wird es soweit sein. Von BH Cosmetics habe ich mir die damals aktuellen Birthstone Paletten gekauft. Es gab ja jeden Monat eine solche Palette und für den Juli gab es, glaube ich, die Ruby Palette und für den August die Peridot Palette oder andersrum. Auf jeden Fall habe ich mir beide gekauft, aber beide noch nicht benutzt. Welche ich aber benutzt habe und sehr toll finde, und die gibt es auch noch, ist die BH Cosmetics Do Not Disturb Palette. Das ist hier so eine 9er Palette mit, finde ich, sehr besonderen Farben. Und die ist wirklich super, super krass pigmentiert, macht sehr intensive Augen-Make-ups. Und ja, ich glaube, die ist sogar gerade reduziert erhältlich. Alles, was ich finde, genau, das habe ich noch nicht gesagt, alle Produkte, die es noch erhältlich gibt, die ich euch in diesem Video hier gut rede und schmackhaft mache vielleicht, die werde ich euch in der Infobox verlinken. So, von Nabla habe ich diese Palette hier auch von Purish zugeschickt bekommen. Übrigens, Purish Code ist immer aktuell auf verschiedene Marken. Das wechselt immer jeden Monat bzw. alle zwei Monate. Und ich glaube, aktuell ist mein 15% Rabattcode auch auf die Marke Nabla gültig. Blende ich euch hier nochmal ein, schreibe ihn euch auch nochmal in die Infobox. Die Side-by-Side-Palette schaut so aus. Ich habe sie noch nicht benutzt. Das S, wie gesagt, war noch nicht dran in meiner Sammlung. Aber ich finde sie sehr, sehr schön. Also ist so eine richtig schöne Schokopalette irgendwie. Also irgendwie denke ich, wenn ich die aufklappe, an Schokolade, weil das so warme Kakaobrauntöne sind. Und ich glaube, die werde ich mögen. Dann sehe ich hier auf meiner Liste, ich habe von SheGlam irgendwie noch zwei Paletten. Ach ja, genau. Ich habe von SheGlam noch zwei Paletten bestellt. Oh Gott, wie hießen die jetzt? Auf jeden Fall war es eine mit ganz tollen Farbtönen, kann ich mich dran erinnern. Die habe ich auch schon benutzt. Chill Track, genau. Die hieß so. Ist jetzt von der Qualität nicht so krass überzeugend gewesen, also nicht so intensiv pigmentiert, aber ich mochte dieses Farbspiel auf dem Auge ganz gerne. Und die zweite, komme ich jetzt nicht auf den Namen. Und habe ich die schon benutzt? Bin mir gerade nicht sicher. Wenn ja, seht ihr ein Augen-Make-up damit eingeblendet. Wenn nicht, dann nicht. Außerdem von Purish habe ich noch zwei weitere Paletten im PR-Paket gehabt, und zwar von Dose of Colors. Einmal die Browns Palette, Baked Browns Palette und die
Making Moves Palette, glaube ich, heißt die zweite. Die Browns Palette habe ich schon benutzt. Ich fand sie beim ersten Mal benutzen nicht ganz so schön. Ich finde irgendwie diese Brauntöne in dieser Palette fand ich irgendwie auf meinem Auge nicht ganz so toll. Ich kann euch nicht sagen, warum. Aber ich wollte ihr gerne noch eine zweite Chance geben und die Moves Palette habe ich noch nicht ausprobiert. Dann habe ich bei Kiko bestellt gehabt und zwar habe ich mir einmal hier aus der Fruit Explosion LE diesen Highlighter hier bestellt mit diesen süßen eingeprägten Himbeeren und das sage ich euch ja immer wieder, ne? Kiko Highlighter und Bronzer und Blushes sind wirklich sehr, sehr toll und ich hatte auch aus der damals aktuellen Charming Escape LE einmal den Bronzer und auch den Highlighter bestellt und mag beides auch wirklich sehr gerne und Kiko Produkte sind einfach immer so schön vom Design her. Ja, liebe ich, kann ich sehr empfehlen. Dann habe ich mir noch gekauft von Manhattan diesen Natural Bronzer. Den gab es damals neu im Standardsortiment, glaube ich, ist der zu finden. Finde ich sehr gut, ist ein sehr schöner Bronzer. Nicht zu warm, aber auch nicht zu gräulich. Kann man gut machen. Und dann hatte ich von Real Love bei Makeup Revolution noch ein paar Sachen bestellt. Diese Super Serum Foundation trage ich heute in meinem Gesicht. Die ist nämlich aktuell in meiner Schminkbox. Finde ich ganz okay. Diese Real Love oder Love by Revolution Untermarke ist eine sehr günstige Make-up-Marke. Also ich glaube, die legen nicht so viel Wert auf die Verpackung, sodass man eben für das Produkt insgesamt ein bisschen weniger bezahlen muss. So habe ich es jetzt verstanden. Auf jeden Fall, ja, diese Foundation habe ich damals gekauft, sowie ein Duo-Blush. Genau. Im Jahr 2020 habe ich im August keinen Haul hochgeladen. Also da gab es scheinbar nicht so viel. Oder ich habe bis zum September gewartet und das Ganze zusammengefasst, irgendwie so wahrscheinlich, sind wir jetzt bei 2019. Es gab eine ganz tolle LE von Catrice damals und ich dachte eigentlich, die läge noch weiter zurück, aber nee, es war 2019. Das war die Sunglow LE mit diesem richtig tollen Verpackungsdesign. Da habe ich mir den Bronzer draus gekauft und auch den damals sehr gehypten Highlighter. Also da war ich ganz froh, dass ich den noch bekommen habe. Also solche Verpackungen würde ich gerne nochmal sehen. Das ist echt was Besonderes. Und es nimmt auch jetzt nicht mehr Platz weg, weil es super flach ist. Finde ich irgendwie, also ja, hat mich sehr angesprochen damals. Außerdem von Catrice gab es diese beiden wunderbaren Paletten im Standardsortiment und da frage ich mich wirklich, warum die nicht im Standardsortiment geblieben sind, weil ich finde die wirklich, wirklich toll. Das sind die Luminize Paletten. Habe ich hier einmal in der Highlighter- und Bronzer-Variante. Also es sind immer so Trio-Paletten gewesen. Und einmal in der Highlight- und Blush-Palette oder Version. Ganz, ganz toll. Ganz toll leuchtend. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Echt. Dann habe ich zwei Paletten bei BH Cosmetics bestellt. Und zwar einmal die Summer in Saint-Tropez Palette. Das ist eine etwas buntere Palette, aber es sind auch neutrale Töne mit dabei. Ich finde, ehrlich gesagt, diese beiden Farbtöne relativ schrecklich. Also ist mir zu rot und zu pink auf dem Auge irgendwie. Aber alle anderen Töne finde ich sehr schön. Vor allem so diese grünlich, goldig schimmernden Farben hier. Die Palette gibt es auch noch. Ich weiß nicht, ob in diesem Design, aber auf jeden Fall farbtechnisch gibt es die Palette noch. Und die zweite BH-Palette war die Glowing in Grease Face-Palette. Die besteht, glaube ich, aus Bronzern und Highlightern. Und dann gab es auch noch eine kostenlose Palette obendrauf. Da hatte BH damals noch so coole Aktionen gemacht. Und es war die Summer Lovin' Palette, die ich mir jetzt so selber nicht gekauft hätte. Aber als Gratisbeigabe hat man die mal mitgenommen. Und ich habe mir auch gekauft in diesem Jahr, in diesem Monat, die also meine ersten Abschminkpads, wiederverwendbare Abschminkpads als Alternative zu Wattepads. Und zwar von der Marke
Bamboo, irgendwie sowas. Auf jeden Fall habe ich die über Amazon bestellt. Die gibt es auch noch, hatte ich letztens noch gesehen, verlinke ich euch sehr gerne in der Infobox. Das sind nämlich bisher die besten Abschminkpads, die ich bisher getestet habe. Also ich habe Abschminkpads von verschiedenen Marken getestet und die finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr toll. Es gibt die in der weichen Variante und auch in einer gröberen Peeling-Variante. Die mag ich nicht so gerne, die Peeling-Dinger. Aber die weichen sind wirklich super toll. Ich habe die schon zigmal in der Waschmaschine gewaschen. Es gibt extra so ein Wäschenetz mit dabei, wo man die dann reintun kann. Und ich finde die sehr, sehr, sehr gut und empfehlenswert. 2018, da sind wieder so ein paar Pflegeprodukte mit dabei gewesen. Ein Trockenshampoo von Balea. Ich glaube, das benutze ich aktuell gerade. Ja, ich meine, das war's. Finde ich sehr toll, gibt's aber nicht mehr. Aber das finde ich super angenehm riechend auch. Ist aber Trockenshampoos nicht immer so gegeben. Seife, Wasserspray, Babyshampoo habe ich mir damals gekauft, um meine Pinsel zu reinigen. Da benutze ich aber mittlerweile lieber so Kernseife-Stücke, wo man dann die Pinsel direkt dran schrubben kann. Und so ein paar Deos waren noch mit dabei. Kommen wir aber wieder zu den vielen, vielen dekorativen Sachen. Ich habe bei Essence online bestellt. Es gab nämlich online-exklusive Lidschattenpaletten und zwar 3 Stück. Einmal die Spice Up Your Life Palette, die kann man hier so aufklappen und dann hat man auf beiden Seiten Farben. Ich habe die tatsächlich noch nicht verwendet. Ich glaube auch nicht, dass ich die jetzt so toll finden werde, weil so vom Swatchen her ist es so durchschnittlich. Auf jeden Fall die Spice Up Your Life Palette, dann gab es noch die Rock with the Band Palette mit so Blautönen und noch die Fairy Wings Palette. Ich glaube, die habe ich nicht mehr. Ich glaube, die habe ich schon mal aussortiert, weil das sehr, sehr helle, softe Pastellfarben waren, die irgendwie auf dem Auge nicht so wirklich krass zur Geltung kamen. Oder habe ich? Nee, die hätte ich ja benutzen müssen. Der Buchstabe F war ja schon dran. Nein, ich habe sie nicht mehr. Außerdem von Essence habe ich mir die Hashtag InstaPerfect Foundation bestellt. Die habe ich danach auch noch, ich glaube, 3-mal gekauft, weil ich die wirklich sehr gut fand. Es war eine flüssige Foundation. Ich glaube, mittlerweile gibt es sie nicht mehr. Fand ich sehr, sehr toll. Gab es in ganz vielen verschiedenen Farbtönen und war so eine aufbaubare Deckkraft. Ich habe sie mittlerweile alle aufgebraucht tatsächlich. War jetzt auch nicht so super viel drin, war so ein kleines Fläschchen. Ja, die habe ich nachgekauft und aufgebraucht. Außerdem gab es damals neu von Essence die Camouflage Concealer. Einmal in der matten Version, einmal in der Healthy Glow Version. Ich glaube, mittlerweile habe ich beide aufgebraucht. Ich meine, ach, gibt es die? Doch, es könnte die noch geben. Fand ich aber jetzt nicht so gut. Ich fand sie ein bisschen zu fest von der Textur. Da mag ich andere Concealer lieber. Dann hatte ich noch einen Melted Chrome Liquid Lipstick von Essence gekauft. Ja, weiß ich auch nicht warum. Also habe ich auch wieder aussortiert. Also dieser Chrome-Effekt, dieses Metallische auf den Lippen, ist jetzt nicht so mein Ding. Dann hatte ich noch, den habe ich hier noch mitgebracht, den Stay Cool Llama Highlighter. Ist ein bisschen dunkel für so einen Highlighter, aber ich fand den von der Aufmachung her sehr witzig. Und man kann ihn auch benutzen, kann ihn euch hier mal swatchen. Also der Weißanteil ist ja zum Glück auch in der Mitte. Aber er ist jetzt für so einen Essence Highlighter eigentlich ein bisschen zu putrig. Also ich mag den nicht so gerne. Das kann Essence viel besser. Was hatte ich noch von Essence? Ich hatte mir noch diese Color Boost Liquid Lipsticks gekauft. Die hatte ich mir damals, glaube ich, im Sale gekauft. Das sind in solchen Tuben Liquid Lipsticks, aber mit Applikator. Und ja, die habe ich auch noch. Dann hatte ich noch die Beautiful Palette gekauft. Also es war alles so ein Sortiments-Update. Ne? Die finde ich auch ganz gut. Die habe ich auch nach wie vor in meiner Sammlung. Und dann hatte ich noch im Sale die To the Moon and Back Eyeshadow Box mir bestellt. Weiß ich gar nicht, ob ich die schon mal benutzt habe. Kann ich mich auf jeden Fall nicht wirklich dran erinnern. Was haben wir noch? Ich habe noch geshoppt in diesem Monat den Maybelline
Löscher. Genau hier den Concealer gibt es ja auch nach wie vor. Ist ein sehr beliebter Drogerie-Concealer. Habe ich auch mittlerweile noch ein paar Mal öfter gehabt und auch aufgebraucht. Finde ich ganz gut. Ist jetzt aber nicht mein Lieblings-Concealer. Dann hatte Catrice auch ein Sortiments-Update zu dem Zeitpunkt rausgebracht. Da habe ich mir einmal die Blush-Box draus gekauft. Gibt es mittlerweile nicht mehr oder noch online? Nee, ich glaube, die wurden komplett einmal überarbeitet, diese Blushes. Ja, war ganz okay, ist ganz solide. Was ich allerdings mittlerweile schon aussortiert habe, war einmal die Glowdoscope Highlighter Palette, weil da, also es war so eine Creme Highlighter Palette, aber eben auch mit so speziellen Farbtönen, habe ich irgendwie nie so wirklich benutzt. Und die The Glitterizer Palette, das war so eine Palette, so eine Effektpalette. Man hatte in der Mitte zwei schwarze oder so dunkelgraue Töne so als Base und dann konnte man so verschiedene Topper drüber machen. An sich eine ganz nette Idee auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch mal was Besonderes in so einem Drogeriesortiment. Aber ich bin nicht so der Smoky Eye Fan irgendwie. Ich mag das an mir nicht, deswegen habe ich die auch nicht mehr. Dann hatte Love auch ein paar Paletten rausgebracht neu. Da habe ich mir drei von gekauft und die habe ich auch alle noch. Die mag ich auch recht gerne. Dann habe ich noch bei Revolution bestellt. Einmal die Kisu-Palette. Die habe ich jetzt hier nicht mehr liegen. Die habe ich aber, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche erst noch benutzt. Ja, Paletten mit K, hatte ich ja eben schon mal erwähnt, waren dran. Und dazu kommt demnächst das Review-Video online. Dann habe ich noch die Spice-Palette aus der Soft Kooperation gekauft, die habe ich auch noch, aber ich glaube noch nie benutzt. Und dann noch die Kooperationspalette mit Maxineshka, wenn ich es richtig ausspreche. Die hatte ich schon mal benutzt irgendwann, ist aber schon sehr lange her, wahrscheinlich 5 Jahre her. Die mochte ich damals ganz gerne, werde ich aber noch mal demnächst austesten. Und die letzten Produkte aus diesem Jahr kommen von Rival de Loop bzw. Rival de Loop Young. Ich habe mir die Big in Japan Blush Highlighter Palette gekauft. Die hat auch sehr spezielle Farbtöne, aber einige daraus sind ganz gut, ganz nett. Und dann gab es noch so eine Shopping Queen Limited Edition von Rival de Loop. Da hatte ich mir die Glow Cream draus gekauft. Ich weiß nicht, ob ich die noch habe. Ich glaube nicht. Ich meine, die ist mir mal eingetrocknet oder sowas. Auf jeden Fall hatte ich die ewig nicht mehr in der Hand. Ach so, ich sehe gerade, in dem Jahr geht es noch weiter. Oh Gott, da kommen noch ganz viele Sachen. Mein Gott, also das war ja wirklich eine Shopping-Eskalation hier 2018. Alter Schwede. Okay, also, ich habe mir von Revolution noch drei weitere Lidschattenpaletten gekauft. Und zwar, die gibt es auch nach wie vor im Standardsortiment. Die findet ihr auch, wenn euer Rossmann eine Revolution-Theke hat, dann findet ihr die da, glaube ich, auch noch. Sind teilweise echt ganz solide. Aber von den Farben her jetzt auch nichts Besonderes. Ich glaube, habe ich davon noch alle drei? Kann sein, bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Noch ein Produkt von Catrice, und zwar die The Bronze Collection, Blazing Bronze Collection. Das war so eine Lidschattenpalette. Die hatte ich auch letztes Jahr benutzt, als meine B-Lidschattenpaletten dran waren. Und habe ich die behalten? Ich fand sie auf jeden Fall weder besonders gut noch schlecht. Ich glaube, die habe ich noch. Gott, das ist erst ein Jahr her, ne? Aber irgendwie kann ich mich gerade nicht so dran erinnern. Naja, von Rival de Loop habe ich auch noch eine zweite LE-Sache geshoppt, und zwar aus der Shades of Marble LE. War das eine ganze LE? Doch, ich glaube schon. Da gab es so eine Tint-Palette mit Bronzer-Blush-Highlighter drin. Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob ich die noch habe. Ich habe sie auf jeden Fall benutzt, da kann ich mich dran erinnern. Ich fand sie mittel. Ich habe so lange keine Tarnpaletten mehr benutzt. Also die kommen jetzt demnächst erst dran, wenn ich meine ganzen Mono-Produkte einmal durch habe. Ich glaube, ich habe sie noch.
Ist auch egal. Und dann gab es noch die Marke 183 Days. Die kam, glaube ich, zu dem Zeitpunkt frisch raus. Ja, ich meine, sie hatte da ihre Geburtsstunde, aber sie ist ja nicht alt geworden, diese Marke, ne? Also ich fand das Konzept dahinter eigentlich ganz cool. Es wurden nämlich alle 183 Tage, sprich jedes halbe Jahr, das komplette Sortiment einmal ausgetauscht. Und man hatte dann eben ein halbes Jahr Zeit, die Sachen zu testen, zu kaufen, sich nachzukaufen, und dann wusste man, okay, dann ist Sortimentswechsel. Also eigentlich mochte ich das Konzept dahinter. Aber wie gesagt, die Marke gibt es schon lange nicht mehr. Es war eine Trended Up-Untermarke aus dem DM. Was ich mir damals gekauft habe, war einmal das Airblush. Also es waren auch sehr spezielle Produkte, die da rausgekommen sind. Das war halt so ein Blush in so einer Spraydose. Hat für mich nicht funktioniert. Das habe ich ganz schnell wieder aussortiert. Aber die Mascara daraus müsste ich eigentlich noch haben. Habe ich aber lange nicht mehr benutzt. Ein Lip Liner habe ich mir daraus gekauft. Habe ich den noch? Ich glaube nicht, weil mir die Farbe nicht gefallen hat. Das Eyebrow Powder, warte, das habe ich hier. Das habe ich heute auch benutzt. Das mag ich sehr gerne, diese Box hier. Ihr habt nämlich einen Highlighter-Ton, zwei Augenbrauen-Pudertöne, eine Mini-Pinzette, einen Mini-Applikator und noch so ein Mini am abgeschrägten Pinsel zum Auftragen des Puders. Finde ich super, mag ich sehr. Dann habe ich mir noch einen Eyeliner daraus gekauft. Ich glaube, das war so ein Roll-Eyeliner. Den habe ich ewig nicht mehr verwendet, aber den habe ich noch. Genau, das war's. Von der Marke, ich glaube, Lidschatten hatten die gar nicht. Auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt nicht, sonst hätte ich mir das ja gekauft, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann habe ich mir noch von P2, ja, damals gab es noch P2. Obwohl, P2 gibt es ja, ich weiß, liebe Leute, P2 gibt es im Aldi. Ihr schreibt mir das immer ganz, ganz fleißig, ich weiß das, aber es ist ja nicht mehr das gute P2. Also es sind Produkte, die es eben auch schon 2018, 2017, 2016 von P2 gab, aber da kommt ja, ne, diese LEs von damals, die einfach so grandios waren, die gibt es ja leider nicht mehr. Und denen trauere ich vor allem hinterher. Aber für alle, die P2 mochten, gibt es jetzt auch bei Aldi Nord. Nicht nur Aldi Süd, sondern auch Aldi Nord. Endlich mal. Gut, von P2 habe ich mir auf jeden Fall die Nude Blend Foundation damals gekauft. Die habe ich mittlerweile aufgebraucht. Den Sunshine Finish Bronzer. Oh mein Gott, das war der Ausverkauf, sehe ich gerade. Stimmt, das habe ich mir alles im Sale gekauft. Das Sunshine Finish Bronzing Powder, das habe ich auch noch. Und drei Lip Liner habe ich mir gekauft, die habe ich aber, glaube ich, nicht mehr alle. 2017, das vorletzte Jahr, was ich euch hier repräsentieren kann, da habe ich mir so ein paar Balea-Sachen gekauft, wieder Nivea-Reinigungstücher, dann von Essence. Wieder einige Sachen. Ich glaube, da gab es auch wieder das Sortiments-Update. Zwei Lip Liner, Soft Contouring Lip Liner, glaube ich. Ich weiß, dass ich die nicht so gerne mochte, weil die relativ kratzig waren. Ich glaube, habe ich die noch? Einen vielleicht. Außerdem einen Metal Chrome Blush, den habe ich auch noch. Und die And the Lovely Little Things Palette, die habe ich auch noch. Die ist sehr, sehr niedlich. Ist auch so eine Tarnpalette, einfach mit Bronzer Blush Highlighter. Ganz süß designt. Außerdem noch einen matten Lippenstift. Ja, damals habe ich mir auch immer noch gerne Lippenprodukte gekauft. Ist ja heute nicht mehr so. Ich trage Lippenprodukte, aber ich brauche auf und kaufe nicht neu im Moment. Und noch so einen Holo-Stick hatte ich mir gekauft. Dann von Revolution habe ich mir den Skin Kiss Highlighter in Gold gekauft. Den mag ich ziemlich gerne. Ich habe den auch noch in Peach mir später irgendwann mal gekauft, glaube ich. Finde ich ganz gut, gibt es aber leider nicht mehr. Von L'Oreal hatte ich mir einmal einen Lip Paint gekauft. Das ist auch so ein Liquid Lipstick in so einer Tube. Den müsste ich noch haben. Und die habe ich mitgebracht. Paradise Ecstatic Mascara habe ich mir damals mal gegönnt. Ich kaufe mir nicht häufig Sachen von L'Oreal, aber die wollte ich gerne ausprobieren und die finde ich wirklich super. Ist eine ganz, ganz tolle Mascara. Gibt es ja immer noch, aber sie heißt
glaube ich, nicht mehr Paradise Ecstatic, sondern irgendwas anderes mit Paradise. Verlinke ich euch gerne. Und von Rival de Loop gab es die Matte Couture Limited Edition. Da gab es solche Lip Kits mit Lip Liner und Liquid Lipstick passend dazu. Und da habe ich mir 3 Farben draus gekauft. Und die habe ich auch. Fast alle noch. Mag ich ganz gerne. Das letzte Jahr, in das wir zurückreisen, ist nicht 2016, wie ihr jetzt vielleicht erwarten würdet, denn über 2016, 15 und 14 habe ich leider keine Aufzeichnungen mehr, weder Videos noch Fotos, ich weiß nicht, was ich mir damals gekauft habe, aber aus 2013 gibt es noch alte Blog-Einträge und da kann ich euch nochmal ganz kurz das Bild einblenden, was ich mir denn damals im August gekauft habe. Und zwar war das ein Haarspray, 2 Bodysprays von Alverde und diese Strandnixe Got-to-Be-Dingsbums, Meersalzspray. Ja, ich habe damals irgendwie versucht, mit meinen Haaren irgendwas zu machen und das fand ich aber ganz schrecklich. Also es gibt ja, glaube ich, immer noch so ein Meersalzspray, womit man eben diesen griffigen Look hinbekommen soll. Also wenn ihr am Meer seid, wisst ihr vielleicht, dass sich die Haare so ein bisschen durch dieses Salzwasser, durch diese salzige Luft auch so ein bisschen, ja, wie soll man es nennen? Sie werden halt so ein bisschen krustig. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Auf jeden Fall wollte man damit den Effekt erzeugen, aber irgendwie auf meine Haare hat es Also in meinen Haaren hat das nicht funktioniert. Ich habe aber auch wirklich unheimlich dickes und widerspenstiges Haar. Also da funktionieren viele Produkte einfach auch nicht. Das zu meinen Hauls im Monat August der letzten vielen Jahre. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr so das ein oder andere Produkt wieder entdecken können, was auch noch bei euch schlummert oder was ihr vielleicht schon lange, lange aufgebraucht habt. Lasst es mich auf jeden Fall sehr gerne in den Kommentaren wissen, wenn euch da jetzt irgendwas im Kopf geblieben ist. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch ein schönes Wochenende und ja, macht's gut. Tschüssi.